Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Mächtige Diener von Mechagon, oder genau gesagt hier Mikrounterdrückungseinheit CK9, welche sich natürlich im Gebiet Mechagon befindet und zweit bei 6557. Und ja, das Team hingegen zu besiegen sieht die folgt aus: Wir nehmen drei Hasen mit Kratzen, Ausweichen und Eingraben, beziehungsweise ich würde empfehlen, Schlaghagel einzusetzen, weil das macht mehr Schaden im Durchschnitt, sage ich mal, als Kratzen, weil das halt eben dreimal treffen kann, weil wir halt schneller sind und deshalb eben halt hier zu empfehlen, weil das Minimum ist halt zweimal treffen und da macht die genau den gleichen Schaden wie bei Kratzen, also es gleicht sich sozusagen aus, aber eben ich werde jetzt halt einfach diese Kratzenattacke einsetzen, damit ich wenigstens diese Zufallskomponente weglassen kann. Ansonsten bei den Hasen ist noch dazu zu sagen, dass sie schneller sein müssen als 300, also schneller als der Gegner, damit ihr halt einfach die Attacken schön einsetzen könnt. Und eben, ja, ansonsten nicht wirklich viel. Ich habe jetzt halt hier ein sehr schwaches noch mitgenommen, von den Kraftwerten her, und auch noch ein Gleichgewichtshase. Und ja, beginnen wir gleich den Kampf. Und eben beim Hasen ist es relativ praktisch, weil der Gegner halt mit Abheben und Verunsicherungstaktik die Attacken hat, mit hohen Abklingzeiten, kann man das recht gut ausgleichen mit dem Ausweichen und mit dem Eingraben und somit halt dem größten Schaden aus dem Weg gehen kann. Ist leider ein sehr langer Kampf, aber sehr effektiv. Zu Beginn setzen wir einfach Ausweichen ein und danach Kratzen, beziehungsweise ihr solltet da Schlaghagel einsetzen. Weil ich jetzt gecrittet habe, werde ich schnell einmal passen. Ihr würdet Kratzen einsetzen. Und dann, wenn der Gegner hier abgehoben ist, können wir das entgegenwirken mit Eingraben. Und nach der Eingrabenattacke, ja, weichen wir wieder raus. Danach, ja, eigentlich kratzen oder halt eben Schlaghagel einsetzen. Weil ich jetzt halt eben wieder gecrit habe, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal passen. Jetzt, wenn ich jetzt, würde die ganze Taktik ja halt einfach versaut werden, deshalb werde ich hier jetzt an dieser Stelle nicht das Passen einbauen. An dieser Stelle aber, weil der Gegner jetzt dann gleich abhebt, wechseln wir gleich auf den zweiten Hasen. Dann setzen wir hier Ausweichen ein, damit wir danach dem Schaden aus dem Weg gehen können. Und danach würde man jetzt hier wieder Kratzen einsetzen. Ich werde jetzt aber eben passen, wie erwähnt, weil ich eben vorhin wieder gecrittet habe. Und nach der einen Attacke setzen wir noch einmal Kratzen ein. Dann an dieser Stelle, ja, graben wir uns wieder ein, damit man der Verunsicherungstaktik aus dem Weg gehen kann, weil es macht schon recht guten Schaden. Und an dieser Stelle ist Ausweichen wieder ready, also setzen wir das wieder ein. Danach einmal Kratzen einsetzen. Und an dieser Stelle wechseln wir weiter auf den dritten Hasen. Also wir benötigen wirklich diese ganzen drei Hasen, weil somit können wir halt immer, ja, schön die Abklingzeiten aus dem Weg gehen. Dann an dieser Stelle graben wir uns ein, weil der Gegner hier Verunsicherungstaktik wieder einsetzt. Und dann hebt er wieder hier ab. An dieser Stelle wieder Ausweichen einsetzen. Und dann wieder kratzen oder eben Schlaghagel. Jetzt an dieser Stelle machen wir immer das gleiche eigentlich. Wir wechseln immer halt, ja, auf den Hasen mit der höchsten Gesundheit, damit es schön aufgeht am Schluss. An dieser Stelle dann wieder hier eingraben wegen der Verunsicherungstaktik. Dann wieder Ausweichen einsetzen. Und dann wieder einmal kratzen. Dann an dieser Stelle wieder wechseln. Am besten hier auf den ersten. Ist immer ein wenig unterschiedlich. Dann an dieser Stelle wieder eingraben, wegen der Verunsicherungstaktik. Und dann wieder ausweichen, weil der Gegner abgehoben ist. Und nach dem Ausweichen wieder einmal Kratzen einsetzen. An dieser Stelle eigentlich, ja, würde ich empfehlen, einfach weiter zu kämpfen, wenn jetzt der eine Hase recht weit unten ist, dass man da einfach so guten Schaden wie möglich noch raushaut.
Aber eben der lebt meistens nicht mehr allzu lange, weil der halt eben, ja, weil die Geschosse halt teilweise ein- oder zweimal treffen, sind immer ein wenig unterschiedlich. Dann schicken wir wieder den Hasen mit der höchsten Gesundheit in den Kampf. An dieser Stelle können wir wieder Eingraben einsetzen. Dann, wenn der Gegner hier wieder abhebt, ausweichen und danach wieder kratzen. Und auch hier würde ich empfehlen, einfach weiter zu kämpfen mit dem Kratzen, bis halt der eine Hase hier dann halt einfach im Dreck liegt. Haben wir hier jetzt den zweiten Hasen verloren, aber wir haben hier noch den dritten. Und der sollte eigentlich mit der einen Attacke hier ja den letzten hier töten können. Aber eben ist immer ein wenig unterschiedlich. Ihr müsst halt einfach wirklich drauf schauen, dass ihr nicht zum Schluss noch irgendwelchen Mist baut, damit der Gegner euch dann doch noch am Schluss tötet. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!